Hallihallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play GTA 5. Ja, wir sind ja gerade mit dem Franklin am Start. Gucken jetzt mal, was wir als nächstes für eine Aufgabe bekommen. Jetzt denke ich mal, müssen wir wieder zum Autogeschäft. Fahren wir jetzt erstmal hin. Ich denke mal, unser korrupter Chef hat wieder irgendwelche lösen Machenschaften vor, die wir wieder ausführen dürfen. Wie immer. Gucken wir mal, was er auf dem Trichter so hat. Chili House. Ich habe letztes Mal gedacht, das ist ein Dönerladen. Ein Donutladen. Okay. Ja. Erstmal machen wir die Mission hier. Oh, hinten ist zu. Okay, und dann ist das diesmal vorne. Letztes Mal war ich vorne, war es hinten, jetzt bin ich hinten, aber war es vorne. Haben wir ja beide Varianten durch. Ja, guck, hier ist jetzt die Markierung. Premium Deluxe Motorsport. Oh, das war ja mal ein Tagessprung. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. Er mag dich nicht. I am his mentor. I am so proud of you. Musst du den Herren diese hässliche Karre verkaufen? Don't worry about that. Obwohl, sonst hast du okay, diese hässlichen SUVs da drin. Santa. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Hat er nicht gerade erst ein SUV verkauft? Bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in Los. Schauen wir mal. So. Fahren wir mal hin, klauen wir wieder ein Fahrzeug von unserem Chef. Obwohl bei dem wir auch Steuerkarte arbeiten, wenn er schon so korrupt ist, wenn wir nur klauen müssen. Ja, da weiß ich schon mal drin. Ich stand gerade echt auf dem Truck Pisswasser. Hey, was will er jetzt schon wieder? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Das war Lamani, wie du Depp. Kannst dich bei dem mit einem nicht beruhigen. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you see. Dafür, die muss ich ja sagen, ist ein GTA ganz gut. Hochballer, merke ich sofort. Das Reststück fahren wir jetzt rückwärts. Noch ein Gegenstand. So, sind wir schon da. Okay. Finde einen Weg ins Haus. Komme ich über die Hecke? Komm mal zu und klettern wir mal hier rüber. Schalten Sie den Gärtner aus? L und den Schleichmodus wechseln. T und einmal den Babyboxen. Schönen guten Tag, Klatsch. So, hier haben wir das Fahrzeug. Okay, so kriegen wir schon mal nicht auf. Müssen wir wohl ins Haus stiefeln. Da sehe ich jetzt keinen. Kurz in Deckung gehen. Schöner Pool. Ebenfalls zu.
Fenster ist auch nirgendwo offen. Unterwegs und über das Auto. Ah, okay. Und so habt ihr das vor. It's just because you have a massive gaper, bitch. Das kann ein reicher Schnösel sein, den wir gerade beklauen. Jimmy called me a bitch! Hallo? Tried to knife attack me? Nein, der ist nicht die Bombe. Naja, das machen wir doch. Hol das Auto zurück. Schleichen wir mal hier durch. I don't care if you're 12. I'll still rape you. Thank you, Coach. Da ist jemand. Die sind so in Gespräch vertieft, kriegen mich nicht mit. Ach, guck mal an, den sollen wir klauen. Den hat er doch gerade diesen einem Jungen verkauft. Okay. Garagentor müssen wir wohl nicht aufmachen. Gut, Auto ist offen. Schon mal prima. Hinten liegt irgendwie was Rotes drin. Na ja, gut. Gibt's das Auto mit Bonus wieder? Gib dich zum Autohaus. Oh, aber jetzt mal ehrlich, die Karre ist doch hässlich wie die Nacht. Soll wohl so eine Art Hummer-Abklatsche sein. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Gut, fahren wir jetzt erstmal nach Hause, beziehungsweise in den Laden. Okay. Das ist ein nettes. Jetzt kriegen sie, was ich da hab. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Ach, das ist doch Michael, klar. War das gerade die Butze von Michael, den wir an den Wagen geklaut haben? Dann ist es doch nur so ein Sohnemann gewesen, der dieses Schmuckstück an Auto gekauft hat. Ja, der Gesichtsausdruck war gerade cool beim Lenken. Okay, wissen wir ja jetzt Bescheid, wie man gerade die Karre klauen. Und weil jetzt sicherlich übelst angepisst ist. Ja gut, wäre ich auch, ne? Wenn man ruhig ein Autopen auf einmal das Auto geklaut. Von so einem kleinen Pisser wie uns. Aber wir machen ja nur unseren Ding. Okay, gucken wir mal, wie der Michael das gleich handhaben wird. Sind doch gleich schon da. Hey man, it's Jess up here. Okay. Schon Schaden ist dadurch gekommen. Hola. Nun mal anhalten. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. Okay. So einfach mal, ohne nachzudenken, volle Kanne in den Laden lösen. Na, machen wir doch, ne? Bevor wir eine coolen Kopf haben. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. Naja, so kaputt sieht er jetzt nicht aus. Job well done. Oh, nett, kriegen wir so ein Trinkgeld für. You motherfucker! Okay, klar. Hält die ihre Luft halten und immer schön zuboxen. Du Penner, erst Auto verkaufen, dann müssen wir wieder klauen, ha? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Was hast du jetzt davon? Weißt du was? Ich halte sogar die Tür auf. Siehst du, wie freundlich ich bin. Du beklaust mich, ha? Sollte zeigen, wie freundlich ich bin hier. Ich mach dir nochmal die Tür auf. Meine Güte. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? Weiß ich nicht. Ja, von wegen weißt du nicht. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Oh, den haben wir es jetzt gegeben, huh? Hm.
Und wieso ein Mobstand? Guck mal, hat er ja doch mal was Ordentliches hier stehen, ha? Schicke Fahrzeuge. Ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das ein Audi sein könnte. Ganz zufällig. Und ganz, ganz zufällig. So, wo müssen wir denn hin? Was haben wir denn? Oh, da oben haben wir Michael. Waffengeschäfte. Wollen wir hier mal ein Fragezeichen? Gar nicht mal weit. Nehmen wir doch mal gleich mit. Ich frage mich, was man diese Kamera braucht. So. Lavi hat auch recht. Kürzt mal ab. Und schickt unser Man dann eine SMS. Und jetzt ein, zwei Blocks weiter, so wie es aussieht. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Oh, lauf mal rein, ist ja gar nicht weit. Die Straße sieht frei aus. Na los, komm, vorhin, Glenn. Laufen! Go, Franklin, go, Franklin! Hm, guckst du mal gleich schon da. Hier ist aber los. Ach, da steht noch der Michael. Grüßte einen sogar auch. Fängt die Mission schon an. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, scheinbar eine selbstsinnige Frau zu sein. You know what I'm saying? The business, everything that you his cousin, nigga, you said you was gonna help. Help my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about your car? Bei uns brauchst du sich nicht mit dazugesellen, aber anscheinend kennst du Franklin gut. So die Freundin vom Kumpel oder so. Luki, Michael hat seine Karre stehen lassen und nehmen wir die doch. Dankeschön. Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man. How did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's Davey's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Drop off zone, no parking. Okay. Naja, parken wir jetzt einfach mal. Der Laster steht ja auch auf no parking. Ich kann einfach mal ein Auge zu. Wo ist der Telefon, ne? Yo, we on that also, ich glaube, wir müssen definitiv abschalten. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Müssen wir den Job für JB machen. Scheint wohl hier schneller zu sein, der Freund, oh, wie auch immer. A bucket. This one should be easy. Shit. Oh, hell. Hat er einen Helm? Not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your game, sugar. Die Fahrzeuge so einen gewissen Grad angepasst haben. Die Lehrwagen hier zum Beispiel. Nicht bei sofortigen Linken, wie du 180 Grad um eine Kurve fährst, sondern wirklich ein bisschen steifer, träger durch die Kurven kommst. Bin ich nicht. Ich finde es auch cool, dass man solche Missionen machen kann wie sowas hier. Einfach so eine stinkende, normale Mission wie: Schlepp ein Auto ab. Und nicht irgendwie brech irgendwo ein, er schießt alle. I
bombardiere alles weg. Schauen wir erstmal ein Auto am Haken. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Ich feiere das Spiel immer noch. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das Spiel so abfährt. Alle, die schon mal GTA gespielt haben. Beziehungsweise diesen Teil, den 5. Ich werde immer sagen, das Spiel ist cool. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. Definitiv. I remember you before you was a wannabe when you just was. Das GTA 3 Bunkerspiel. Was San Andreas. You the one all turfed up. JB smoking, cooler. But he ain't smoking, homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. An der Chili-Bude vorbei und nicht an der Donut-Bude. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Okay, Dive is handling. Nicht gut. Komm mal mit. Ah, doch. Okay, da abstellen. Muss ich das jetzt ordentlich machen, oder? Kann ich das auch so? Okay, wir sind hier dann aufgefordert auszusteigen. Dieses machen wir. You holler at me. Now, where is that fool? Mission bestanden. Ein Gefallen im Schlepptau. Ja, wunderbar. Haben wir diese Mission ist auch geschafft. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, lasst doch einfach ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und des Weiteren würde ich einfach sagen, man sieht sich bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play GTA. Haut rein, Leute!